Ademancipator. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hatte Konami eine steinreiche Idee. Wir geben alle die Eigenschaft Erde und machen sie zu Typ Fels. Außerdem machen wir alle Monster Empfänger, um so leichter Synchrobeschwörung durchführen zu können. Wir setzen bei den Effekten auf Ausgrabung, weil diese Mechanik viel zu selten genutzt wird. Dann erfinden wir noch Synchro-Karten und fertig. Schon hat man ein neues Meta-Deck. Doch dann reicht es nicht, dass sie drei eigene Monster bekommen. Nein, alle drei können sich einfach von der Hand spezial beschwören. Ich meine, warum auch normal, wenn man auch einfach spezial beschwören kann? Und dann haben die auch noch alle den gleichen Effekt. Sie können einfach irgendein Nicht-Empfänger-Felsmonster vom Deck spezial beschwören. Einfach so. Und schon hat man zwei Monster, um einfach kommen zu können. Und jetzt könnte man ja sagen, was gibt es denn schon für Felsmonster? Ja, wie wäre es zum Beispiel mit Monster Negate oder Book of Moon? Oder einfach nichts anderes Zieber machen? Und falls man denkt, das wäre schon. Nee, auf keinen Fall. Denn es gibt ja auch noch Blockdrache. Eines der mächtigsten Felsmonster überhaupt. Nicht nur, dass er sich sehr spezial beschwören kann, indem du einfach drei Erdmonster banishen kannst. Nein, er kann sich einfach drei Erdemonster suchen, wenn er das Spielfeld verlässt. Und dabei ist es völlig egal, ob er in der Monsterzone liegt oder ob er einfach durch Union Carry ausgerüstet wird. Und falls du ihn nicht aufs Feld bekommst, kein Problem. Denn du kannst ihn einfach suchen. Und nicht nur, dass du ständig neue Monster bekommst. Nein, du kannst ihn immer und immer wieder beschwören und weiterkommen. Eher hat man zu viele Monster als zu wenig. Und als würde es dir schon reichen, dass man einfach drei Monster hat, die negaten können, erfindet man einfach noch ein Monster, was for free negaten kann. Und wenn man selber dran ist, der einfach kann auf die Hand zurückgeben kann. Und wie viele möchtest du denn? 1, 2, 3, 4 oder 5? Denn du musst nur beim Aufdecken Felsmonster treffen und schon ist das Feld deines Gegners Geschichte. Und bei den anderen Synchromonster will ich gar nicht erst anfangen. Nicht nur, dass du einen Diddy-Crow-Effekt hast, es kann einfach auch noch ein weiteres Monster aus dem Deck ausgraben. Und natürlich kann er einfach irgendein Felsmonster beschwören. Warum sollte man auch Einschränkungen haben wie Empfänger oder Nicht-Empfänger? Und dann ist es auch noch so, dass einfach zwei Monster reichen, um volle Kombo zu haben. Genau deshalb spielt das Deck einfach so viele Extender. Hauptsache, man kann einfach viele Monster spezial beschwören, um so dein Feld weiter aufbauen zu können. Und falls man sich jetzt fragt, oh, was für ein Board kannst du denn bauen? Die Frage ist eher, welches Board kannst du nicht bauen? Wie viele Negates willst du denn haben? 3, 4 oder vielleicht doch ein paar mehr? Oder magst du eher Interruptions? Davon kannst du auch genug stellen. Oder willst du vielleicht den Gegner komplett am Spielen hindern? Oder anders gesagt, du baust einfach ein Feld auf, was dein Gegner eh nicht brechen kann und du eh schon gewonnen hast, sobald du zwei Monster auf dem Spielfeld hast, weil du eh schon wieder voll Combo hast. Und warum bei Ademancipator gut ist.